Ja, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge Minecraft Timeline und heute scheint es nicht mehr so zu laggen wie die letzten Male. Finde ich schon mal gut, beziehungsweise nicht so zu ruckeln. Obwohl, jetzt kam es wieder so ein bisschen zurück. Ja, keine Ahnung, liegt wahrscheinlich, wie gesagt, an der Version. Ja, und heute habe ich auch wieder ein Thema, so wie letzte Folge, ne, wo ich ja über Doodle Jump gesprochen habe. War ja auch mal ganz lustig. Und ja, heute habe ich mir da noch was anderes rausgesucht. Dazu komme ich aber wieder erst in der zweiten Hälfte der Folge. Jetzt möchte ich ja erstmal schauen, dass ich noch ein bisschen hier einebne etc. Ja, also dass ich hier so bessere Bedingungen für das Haus schaffe. Ich habe mir nämlich auch überlegt, das doch noch ein bisschen größer zu machen, weil ich finde, so ist es doch ziemlich klein, ne? Und keine Ahnung, da möchte man ja schon ein bisschen mehr Komfort haben, sag ich mal. Und deswegen, ja, lagere ich jetzt hier erstmal solche Sachen wie Cobblestone ein, zum Beispiel, damit ich ein bisschen was auch, ja, wieder an Platz gewinne im Inventar. Und dann kann ich nochmal gucken, hier eine neue Spitzhacke müsste mal her, zum Beispiel, beziehungsweise eigentlich eine Axt wollte ich machen, shit. So, ja, und, sorry auch, dass ich jetzt vorletzte Folge die falsche Version benutzt hatte. Da sollte ja eigentlich die 1.2.0 dran sein, aber die gab's halt im Launcher nicht, ne? Ich hatte das ja letzte Folge schon, glaube auch gesagt, dass die einfach nicht verfügbar ist, dass man, wenn man auf die 1.2.0 geht, automatisch die -02 noch runterlädt, und diese Version gar nicht erreichbar ist so wirklich. Deswegen, ja, macht es das eben sehr schwierig, dann hier eine Folge damit aufzunehmen, ne? Und da habe ich dann eben doch die 1.2.0.2 genommen und dann eben die 01 und jetzt eben nochmal die 02, ne, weil anders geht's nicht. Weil was soll ich machen, ne? Ich kann ja jetzt hier nicht, keine Ahnung. Also ich wollte jetzt auf jeden Fall nicht schon die 1.2.1 nehmen, weil eigentlich hatte ich das so geplant, ne? Und nur weil jetzt der Launcher da meint, dass er irgendeinen Fehler hat, wollte ich das jetzt nicht ändern. Aber ja, was mich gewundert hat, dieser gebratene Fisch, ne, der wurde eigentlich wirklich erst in der 1.2.0.2, also in dieser Version hier hinzugefügt. Aber letzte Folge in der 01, da war der trotzdem da. Das war auch ein bisschen komisch. Anscheinend wurde der schon vorher hinzugefügt in der 1.2.0, aber der konnte da nicht gebrannt werden, das kann sein. Und dass dieses Brenn-Feature erst in der Version jetzt hinzugefügt wurde, ne. Ja, und Leute, jetzt fängt es aber wieder an hier. Was ist denn hier los? Habe ich überhaupt auf... Ich habe auf Easy. Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass die Mobs jetzt spawnen, dass es jetzt leckt. Aber ich weiß nicht, warum lecken denn die Entities hier so? Das ist halt komisch. Ja, und ich hoffe, dass das wieder weggeht. Weil so will ich nicht spielen hier, ja. Ja, also, keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass das dann nächste Folge weg ist, dass es nicht mehr so ruckelt hier. Weil das ist schon scheiße. Und ja, vorher hat es ja auch nicht so geruckelt, ne? Also, das scheint ja an dem Halloween-Update zu liegen, dass da die ersten Versionen so ein bisschen noch unperformant liefen. Ja. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, aber kann ich jetzt auch nichts dagegen tun. Und ist das schon die Version, wo die Blätter nicht weggehen? Ich glaube ja. Die muss man nämlich hier noch einzeln abbauen. Oder abbrennen. Aber nee, warte, das mache ich lieber nicht, sonst brennt der ganze Wald hier weg. So. Obwohl, ah nee, nee, nee. Das machen wir lieber wirklich nicht. Weil das Problem ist dann, dass es noch mehr leckt, ne? Ja, und deswegen muss ich das hier so machen, jetzt für den Anfang. Und ja, das Problem ist, wenn ich jetzt die Wände hier abbaue, dass ich immer nur eine Slab rauskriege, oder? Ja, toll. Genau wie in der Infdev noch, ne? Wer die Serie noch kennt, der weiß das auf jeden Fall. Und naja, ist ein bisschen doof. Aber was soll ich machen? Ich will halt hier die Wand noch ein bisschen verschieben. Und zwar hierher. So, ah ne, warte, die, das war ja zwischen mir falsch. Weil so groß soll das Haus dann auch nicht werden, oder? Soll ich es einfach so groß machen? Ich meine, warum nicht? Wir können es ja ein bisschen breiter als lang machen auch. Das geht ja auch, ne? Es muss ja nicht immer alles so quadratisch sein, sag ich mal. Und ja, warum nicht? Und ich denke mal, da kann ich ja gleich hier mit dem Thema anfangen, wenn ich dann so eine Grundform schon mal habe. Weil das ist ja immer das Schwierigste, die erstmal zu finden. Und Alter, was ist hier los mit dem Schwein? Ich kann das sogar durch den Block schlagen. Das ist auch geil. So, geht mal weg hier. Euch kann ich nicht gebrauchen. So. Schön meine Axt verschwenden hier. Ich glaube, die kriegen Nummer 2 abgezogen, die Werkzeuge, wenn man Entities schlägt.
Das ist auch ein bisschen doof. Das ist heute noch so. Also habe ich zumindest öfter mal gesehen, ne? Keine Ahnung, warum das so ist, aber anscheinend ist das so. Und ich denke mal nicht, dass es hier anders ist, weil ja so grundlegende Aspekte seit der Alpha teilweise noch gar nicht verändert wurden, ne? Zum Beispiel auch das Blöcke abbauen, dass die Blöcke dann droppen, das wurde ja auch nicht verändert, ne? So ganz grundlegende, elementare Dinge sind ja eigentlich bis heute noch so geblieben, ne? Und, ja, ist schon irgendwie cool, dass manches auch eben Bestand hat. Wie zum Beispiel auch die Texturen, leider nur bis zur 1.12. Ab der 1.13 ist es ja leider alles anders, ne? Was natürlich nicht so schön ist und was ich auch nicht so akzeptieren möchte. Deswegen nehme ich ja dann auch noch das alte Texture Pack weiterhin. Und Alter, ey, was ist los? Ich dachte, er ist noch meilenweit weg und dann steht er doch neben mir. Alter, was ist los? Wieso so viele? Alter, was ist denn jetzt los? Und Alter, hier noch Zombies. Alter, ich glaub's nicht. Und wie oft habe ich jetzt bitte Alter gesagt? Oh, Free Gunpowder. Kann das sein? Da. Nice. Hä? Wo springt denn der hin? Was ist denn das für eine verbuggte KI hier? Und hier die Zombies, ja, die brauche ich nicht. Kann ich auch Hühner töten, weißt du? Da gehe ich gleich auf Peaceful. Ja, da kriege ich eh nur Federn raus. Und nicht mal Experience oder so, so wie heute. Aber ich will jetzt halt einfach mal in Ruhe hier bauen und nicht mich rumschlagen die ganze Zeit. Zumal ich ja auch noch ein Thema ansprechen wollte. Und zwar Gregs Tagebuch. Das wurde mir mal vorgeschlagen. Und ja, ich muss sagen, ich habe das früher auch immer gern gelesen. In letzter Zeit halt nicht mehr so, weil ich generell nicht mehr so zum Bücherlesen komme. Ich habe noch ein anderes Buch, wo ich eigentlich seit 3 Jahren dran bin. Und da bin ich gerade mal bei Seite 100 oder so. Ist auch so eine Art Taschenbuch, also nicht so groß und fett jetzt, ne? Und ja, da, keine Ahnung, da komme ich auch nicht voran. Und das ärgert mich halt auch. Und keine Ahnung, irgendwie ist es immer ein bisschen blöd. Und ja, keine Ahnung, ich habe auch gar nicht mehr mitgekriegt, dass Gregs Tagebuch überhaupt noch so lange fortgeführt wurde. Ich dachte, da war dann irgendwann nach Teil 7 Schluss. Aber anscheinend nicht. Mittlerweile geht's ja schon bis Teil 12. Und keine Ahnung, ich habe mich eben immer sehr dafür interessiert, weil es irgendwie auch immer interessant war. So die ganzen Geschichten, die da dran standen oder drin. Und das war auch so früher das Buch, was irgendwie jeder gelesen hat, so. Ja. Weil, keine Ahnung, wenn so Lehrer immer gefragt haben, habt ihr irgendwelche Bücher gelesen, dann hat immer jeder das so gesagt, ne? Und dann haben sie das dann schon gar nicht mehr hören wollen. Weil das dann schon so Standard war. Keine Ahnung. Und, naja, irgendwie fand ich es aber immer ganz cool, dass es eben so beliebt war und, ja, weil ich es eben auch sehr gerne selber gelesen hatte. Und, keine Ahnung, es war eben anschaulich gemacht, ne, mit den ganzen Comics da auch und zwischendurch halt das Geschriebene. Aber, ja, keine Ahnung, so, ich weiß gar nicht, wann hatte ich denn das letzte Mal das gelesen? 2013 vielleicht, habe ich nochmal reingeguckt. Ich glaube, das war das 2012er Buch, also Teil 7 habe ich sogar, glaube noch. Und was hatte ich noch? Teil 3 und 4 in einem Doppelband, genau, so war das. Und Teil 1 habe ich, glaube, als Buch und als Film. Ja, und die anderen Teile habe ich teilweise bei einem Kumpel mal gelesen oder so. Und teilweise gar nicht. Ich glaube, bis Teil 7 wusste ich dann zumindest, was in jedem Buch passiert, ne? Und keine Ahnung, da hatte ich dann eben auch gedacht, dass es vorbei ist und ja. Aber irgendwie würde es mich ja schon interessieren, was da noch so passiert ist, ne? Also vielleicht tue ich mir die anderen Teile auch mal, aber das Problem ist, in welcher Zeit, ja. Ich habe jetzt nicht unbedingt die Zeit, sowas zu lesen. Und keine Ahnung, so Bücher lesen, da bin ich generell auch so ein bisschen halt abgekommen davon, keine Ahnung. Ich weiß nicht, man würde zwar gerne mal wieder sowas lesen, aber wenn dann eben auch so andere Bücher meistens, keine Ahnung. Ja, muss ich mal schauen, ob ich das mache, weiß ich nicht. Je nachdem, wie ich Lust habe. Aber, ja. Nee, also mal schauen, ich weiß es noch nicht. Priorität liegt halt bei mir nicht so auf Lesen. Ja. Ja. So viel dazu. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also irgendwie ist es jetzt auch so ein bisschen ein schwieriges Thema. Mal wieder, weil ich eben auch raus bin, was das angeht. Ne?
Ich habe vor ein paar Monaten mal wieder reingeguckt in das Buch, was ich da habe, oder in die Bücher. Und da muss ich schon sagen, es war eine coole Zeit damals, als ich es gelesen hatte. Aber ja, teilweise waren die Sachen dann auch halt immer wieder, oder haben sich immer wieder wiederholt, ne? Ich weiß auch nicht. Gibt's eigentlich mittlerweile zu jedem Buch einen Film? Ich weiß gar nicht. Also zu dem ersten Teil auf jeden Fall und zum zweiten auch, aber sonst habe ich keine Ahnung. Naja, könnt ihr mir ja mal schreiben. Das hier sieht auf jeden Fall aus wie die letzte Baustelle des Jahrhunderts, ne? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ziemlich komisch hier, wie das aussieht, ne? Und naja, ich würde sagen, an der Stelle beende ich mal das Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss.